Was wir dem Publikum mitgeben wollen, ist einfach die Dringlichkeit des Handelns, wie schön der Planet ist und dass es wirklich lohnt, die Lebensbedingungen auf dem Planeten so zu bewahren, wie sie seit Jahrtausenden, seit Jahrmillionen gewesen sind. Das Credo von Musica etc., das ist eine positive Art und Weise, an die Sachen heranzugehen. Dieser Gedanke, okay, wenn jeder irgendwie, was weiß ich, erstmal ganz klein anfängt mit zwei, drei Sachen und dann, wenn man sich das safe fühlt, wenn da die Veränderung nicht mehr so sehr schmerzt, dann nimmt man vielleicht die nächsten Sachen dazu. Wir als Verbraucher, wir können mit Sicherheit einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ja, vielleicht trägt auch so ein Konzert dazu bei, einfach uns immer weiter in die richtige Richtung sanft zu treiben. Und wer weiß, vielleicht erreicht man damit dann irgendwann wirklich die Politik, die da drüber steht, mit der ganzen Industrieebene, die wirklich was verändern können. Und vielleicht wird der Druck von unten irgendwann so groß, dass die gar nicht anders mehr können. Ja, das Besondere ist, dass Kunst, in diesem Fall Musik, Wissenschaft trifft. Und die wissenschaftlichen Botschaften, die kann man meiner Meinung nach über Kunst auch ganz besonders gut transportieren. Und das ist ja die Aufgabe von uns, auch das genau zu schildern. Vivaldi hat ja genau beschrieben, da über jede Stelle ist eine Spielanweisung und auch eine Annäherung zur Natur. Und das in Klänge zu verwirklichen. Das ist die Aufgabe. Also es ist nicht nur, dass man in den Saal geht und schöne Musik hört, es ist, ermöglicht einen Austausch von Ideen zwischen Menschen. Und an sich ist Klimawandel Realität leider und ist auch sehr grauenvoll. Und ich glaube, wenn man solche Vorträge hält, ist es sehr gut fürs Publikum, das mit irgendwas Schönes zu verkoppeln. Das alte CO2 ist ja nicht weg. Das, was wir ausstoßen, kommt obendrauf. Das heißt, wir müssen tatsächlich irgendwann auf Null kommen, damit wir wirklich die globale Erwärmung zum Stehen bringen. Ja, das heißt also, alle Länder müssen gemeinsam handeln. Und das ist eben die neue Herausforderung. Ich glaube, vor so einer Herausforderung hat die Menschheit noch nicht gestanden. Ich glaube, wir als Musiker haben einfach eine gewisse gesellschaftliche vielleicht Verantwortung, auch als Künstler einfach, durch unser Talent, unser Können, unser Handwerk quasi zu nutzen, um solche doch sozialen Themen anzusprechen. Menschen brauchen eine emotionale Verbindung zu allem, was sie tun. Wenn wir Botschaften vermitteln wollen, wenn wir in der Politik was ändern wollen, man muss sich einfach bemühen, immer wieder daran zu denken, dass jeder Einzelne von uns die Verantwortung trägt. Und ich möchte, was wir dafür tun können, in vier Worten beschreiben. Lasst uns anpacken, aufbauen, wiederbeleben, und alt werden.